Dieses Kleid sieht auf den ersten Blick recht unspektakulär aus. Es ist aber tatsächlich etwas ganz Besonderes. Claire Caumont entwirft Kleidung für Menschen ohne, aber auch mit Behinderung. Einfach, weil ich finde, dass genau Inklusion das bedeutet, dass Menschen integriert werden, egal sei es welches Alter, welche Hautfarbe oder ob sie einer Norm entsprechen oder nicht. Deswegen sage ich auch, dass ich Mode für alle mache. Pullover, Corsagen oder Röcke. Dass Claire Caumont mal sozialpolitische Mode herstellen würde, war der Mannheimer Studentin schon früh klar. Also ich habe mit 12 damals gesagt zu meiner Oma, ich will Bundeskanzlerin oder Modedesigner werden, beziehungsweise Karl Lagerfeld. Und habe dann auch gesagt, okay, ich probiere es erstmal mit Geschichte und Politik, habe das studiert hier in Mannheim, habe aber schnell gemerkt, dass die ganze Theorie dahinter nicht das Richtige für mich ist. Sie studiert Modedesign in Pforzheim und findet hier ihre Bestimmung. Von normaler Kleidung unterscheidet sich das Ganze in bestimmten Punkten, wie dieser Pullover mit mehr Bewegungsfreiheit in den Ärmeln. Es ist tatsächlich oft so, dass Personen mit einer körperlichen Beeinträchtigung, auch sei es nur Arthrose, Bewegungsschwierigkeiten haben und von der Bewegungsfreiheit nicht so gut hinkommen. Da habe ich mich für diese Form der Ärmel entschieden und habe auch viel weitergegeben, dass es eine freiere Möglichkeit gibt, in dieses Produkt einzusteigen. Ihre Mode lässt die 27-Jährige in der Region fertigen. In Weinheim steht eine Fabrik, die sich als inklusive Nähmanufaktur versteht. Zusammen mit Projektleiterin Marina Rommeis konnten insgesamt 8 Teile entstehen. Also für mich ist tatsächlich das Besondere an der Kollektion, dass ja, natürlich einmal der sozialpolitische Hintergrund präsent ist, aber nicht zu sehr im Vordergrund. Die Mode, die Kollektion einfach sehr stylisch, trotzdem unaufgeregt ist und ja, eine tolle Botschaft überbringt. 6 Frauen arbeiten hier in der Produktion und stellen möglichst faire und transparente Kleidung her. Die Textilien beziehen sie überwiegend aus deutschen oder möglichst regionalen Produktionen. Eine Entscheidung, die auch der Designerin wichtig ist. Sie will auch in Zukunft Wert auf besondere Themen legen. Die Modeindustrie ist nicht dafür ausgelegt, Randgruppen sozusagen zu bespielen, sondern es geht immer um den Massenmarkt. Es geht immer darum, so viel Menschen zu erreichen wie möglich. Und genau das mache ich nicht. Ich erreiche ja in dem Moment nur die Personen, die Lust haben, sich damit zu identifizieren, mehr erfahren möchten. Aber andererseits hole ich auch die ins Boot, die vom Tisch fallen. In dem Moment halt Personen mit einer Behinderung. Inzwischen ist die Debütkollektion fertig. Auf dem Markt kommt sie in der nächsten Woche. Für Claire Caumont ein echtes Herzensprojekt.